So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe des JFD Live Trading TV Formats. Es ist kurz vor 21 Uhr, die US-Märkte sind noch im vollen Gange und notieren nahe den Tageshochs. Doch zunächst erstmal zu den Forex-Setups. Es gab hier drei verschiedene. Fangen wir mit dem Setup an, was ausgestoppt worden ist. Hier war das Setup, wurde veröffentlicht, als das Währungspaar etwa bei 0,76 stand. Ich wollte den Bruch der Trendlinie sehen und anschließend einen Rücklauf an den EMA 200. Hier kam direkt an dem Kauf, an der Kaufzone der Index zum Stehen, das Währungspaar zum Stehen. Doch dann gab es eine sehr negative Tageskerze noch einmal. Dabei wurde der EMA 200 eben deutlich unterschritten. Und es gab mehr oder weniger fast einen Rücklauf an das damalige, ja, an die damalige Kauftriggermarke, die tatsächlich dann wegen, ja, mehr oder weniger wegen ein paar Cents nicht ganz erreicht worden ist. Und damals gab es ja direkt das große Kursziel, ja, von 500 Pips. Das hat er ja auch damals abgearbeitet. Und hier dann, spätestens hier, gab es dann eben die Empfehlung, an das Kerzentief immer den Stopp nach zu versetzen, um die Gewinne einzusacken. Also gut, hier wurde dann der Stoppkurs gerissen, egal ob auf hier an der Tageskerze auch untertags, beziehungsweise hier auch auf Schlusskursbasis. Dann habe ich eben noch erwähnt, dass wenn er hier auf dem Niveau eine bullische Kerze kommt, könnte man nochmal einsteigen. Jetzt kommt die Kerze und zwar ist es hier noch kein Bullish Engulfing, ja, beziehungsweise es war wahrscheinlich, ja, man kann es so sehen, ja, ein Bullish Engulfing. Wenn die Kerze jetzt am Tag, also bei Tagesclose über, ja, der 0,73, ja, 7 etwa steht, dann könnten spekulative Anleger hier den Stopp auf das Tief setzen und direkt einsteigen und hoffen, dass diese Korrekturbewegung entweder komplett eben zu Ende ist oder dass eben nur ein größerer Rebound kommt, wieder in Richtung EMA, ja, 50 beziehungsweise hier an 0,75. Also wäre schon ein nettes Setup. Ich warte die Tageskerze noch ab und dann den morgigen Tag im asiatischen Handel bzw. im australischen Handel und dann werde ich da nochmal drauf schauen. Zu den anderen Setups, hier wurde direkt oder nahe dem Tief an der Unterkante eine Position aufgenommen, ja, mit Ziel eigentlich dem Haupt-Buy-Trigger hier auszulösen. Der Stopp wurde auch schon nachversetzt zweimal, beziehungsweise jetzt auch schon jeweils an das Kerzentief. Wenn jetzt heute die Kerze so bleibt, dann liegt der Stopp direkt hier für diese Position. Was natürlich jetzt hier nicht ganz so gut aussieht, ist natürlich die heutige Tageskerze an der Buy-Trigger-Marke. Ja. Also auf Schlusskursbasis, wenn man das jetzt wieder so verhält, wie ich das schon öfters erwähnt habe, eine Position direkt, die andere eben auf Schlusskursbasis, wäre hier jetzt eine Position aktiviert, also eine zusätzliche, jetzt ja nicht nur die hier unten, sondern eben auch noch eine, die eben direkt das Limit ausgelöst hat, aber diese Tageskerze, da würde ich jetzt, auch wenn es jetzt hier knapp darüber noch schließen sollte, abwarten, wenn man A, hier eingestiegen ist schon und B, ja, die Kerze leicht, beziehungsweise schon eine Shootingkerze hier eben eventuell ausbildet. Nichtsdestotrotz, die erste Position liegt sehr gut im Gewinn. Das andere Setup war hier US-Dollar, japanische Yen, die ist das erst gestern aktiviert worden, ist auch im 4-Stunden-Chart. Also hier sollte man es jetzt nicht, also ja schon 100 Pips im Plus lag, habe ich ja schon gesagt, hier Teilverkäufe tätigen, Stopp hier nachziehen. Also wenn man jetzt hier diese Bewegung sieht, um das Ziel, vielleicht hatte das Währungspaar das Ziel nicht ganz abgearbeitet, aber ja,
Sei's drum. Stopp nochmal nachziehen auf das Low. Also auf 100, genau auf 109 eventuell. Und dann abwarten, ob das Ziel erreicht wird oder dann womöglich sogar noch weiter steigen kann. Aber hier passt alles und sollte auch niemand im Minus sein. Genauso wenig im Minus sollten die Anleger natürlich im DAX sein. Einerseits gab es ja die drei Kaufzonen. Hier gab es keinen antizyklischen Trade. Der eine Trade war hier, wurde hier eröffnet. Hier zwar war wirklich die Gefahr da, dass es eben nach unten wegbricht, aber diese Tageskerze sollte eigentlich jeder gesehen haben, dass die bullish ist und der Markt ging ja auch dann schön nach oben hinweg, plus die anderen Setups in den DAX-Aktien. Als jetzt hier der Index die 10.100er Marke erreicht hat, habe ich dann geschrieben, sollte man Gewinne mitnehmen. Diesen Einstieg, ich wollte wieder bei rund 80, 90 Punkten tiefer wieder einsteigen. Als es hier genau um 1 Uhr nach unten ging, war ich beim Essen, aber ob ich dann trotzdem das hier gepostet hätte, sei mal dahingestellt. Allerdings der Post hier oben und die Empfehlung, hier mal Gewinne mitzunehmen, war definitiv richtig. Und im weiteren Handelsverlauf, die US-Märkte machen fast stündlich ein neues Tageshoch, kann eben der DAX nicht mehr mithalten, auch nicht nachbörslich. Steht zwar ein Stück höher, aber konnte hier das Hoch am Nachmittag nicht mehr überwinden, obwohl die US-Futures und auch die Nikkei-Futures deutlich höher stehen. Also hier ein bisschen Vorsicht, eventuell wird eben diese Bewegung komplett korrigiert, beziehungsweise an den Aufwärtstrend erfolgt ein Rückgang. Und ich habe ja auch schon geschrieben, zwischen 9.980 und 60 wäre jetzt hier einfach nochmal für das antizyklische Setup nochmal ein Einstieg gedacht. Ja, hat man ja gut verkauft, dann kann man auch gut 100 Punkte tiefer wieder einsteigen mit dem gleichen Stopp von damals, beziehungsweise ja, wenn man bei 9.860 reingestiegen ist, eben auch dort dann den Stopp noch platzieren kann. Siemens hat das Kürzel jetzt endgültig erreicht und auch sogar ein bisschen drüber hinweggeschossen. Hier war das Kursziel, wie jetzt zweimal erwähnt, auch in den Videos, war hier der horizontale Widerstand, ist erreicht worden, ist man im Pluswert mitgegangen ist und ja, soll selber noch schauen, wie er dann diese Position trailt. Bei BMW wurde hier exakt, sogar ich glaube, auf den Cent genau jetzt diese vorher eingezeichnete Linie erreicht und davon ist er dann abgeprallt, habe ich auch schon im Mittagsvideo erwähnt. Die SAP-Aktie hat auch den ersten Move. Im ersten Move, das ist zwar kein ganz angegebenes Kursziel, aber die Pfeile bzw. die Prognosepfeile haben noch schon eigentlich einen Sinn, dass da eine Umkehr möglich ist schon. Das sieht man ja auch hier, da war der Startpunkt und die Eröffnung eben am Montag. Passt soweit, ja. Noch die Deutsche Telekom, immer wieder erwähnt, dass die Unterstützung wichtig ist. Die hielt zwar, der eine Trade ging flöten, aber wer jetzt hier eingestiegen bzw. nicht ausgestoppt wurde, liegt im Plus. Die Daimler-Aktie enttäuscht noch ein bisschen. Wie man sieht, die BMW-Aktie ist an das erste Kursziel an, ist ja angekommen. Hier ist die Daimler noch weit entfernt. Das war's. Leider sind eben nicht alle Trades können im Plus geschlossen werden. Ein, zwei sind halt dabei, aber die Überzahl oder die Mehrheit ist hier auch wieder sehr gut gelaufen. Danke fürs Zuhören und bis morgen.